Oder ist hier oben irgendwas? Ah! Dann hilft sie mir. Okay. Ich hin? Ins Recht drehen. Aber hatten wir nicht auch... Frage ist halt... Wahrscheinlich so, ne? Ja. So. Ja, dann so. Aber da muss ich dann nochmal nachgucken. Jetzt mal gucken. Zwei Streifen, okay. Fast. Wenn nicht. Fast. Ach, Mann, oh. Perfekt. Und hier kommt jetzt der Code rein. Und dann weiß ich es nicht mehr. Ich kenne ihn noch aus dem Unterricht von Gun. Ja. Ach, warte mal. Das da. Wie sein das? Richtung und so. Eine Blume. Wo brauchten wir die? Okay, dafür nicht.
brauchen wir für irgendwas anderes. Nicht, oder? Nein. Ja, sowieso nicht. Drahtschere. Noch. Oh, eine Drahtschere. Ein Draht sein können. Haben wir den Knopf für? Schere Aussparung. Aber wir brauchen noch einen Draht, den wir kappen können. War mir aber vorher schon klar. Hier brauchen wir das so auch nicht. Jetzt in die Richtung irgendwo. Das grenzt es zumindest ein. Dafür würde ich jetzt eine Drahtschere nicht verwenden, aber okay. Ah, mit dem Rostentferner weiß ich aber, was wir vorhaben und sollen. Und zwar hier einmal drauf. Nein, Salem. Nein, nein, nein. Nicht an die Kiste. Unglaublich. So, und jetzt hier einmal mit dem Tuch drüber. Schließe erlauben. Ja, okay. Dann ist aber der untere offen. So. Perfekt. Das war reiner Zufall. Und jetzt können wir nicht in unsere Tasche. 1969 fanden meine 8 geschworenen Brüder und ich auf dieser Insel den Orden von Cannon Rock. Wir haben unser Ziel mit 84 Mann erreicht, einschließlich unseren Anhängern und ihren Familien. Bereits wenige Wochen später standen mehrere Häuser innerhalb von 7 Monaten. Innerhalb von 7 Monaten haben wir große Hütten errichtet. Aufgrund der Energie des Steins der Weisen bezeichnen wir unsere Insel als Insel der Liebe. Die Rose ist unser Symbol und jeder Kreuzarm des Medaillons repräsentiert eines der 4 Elemente.
Wir leben hier in Frieden. Als Ordensmeister verstecke ich den Stein dort, wo er aus der Ferne über uns wachen kann. Ah, das hätten wir auch näher anpolen. Okay. Aber ging auch so. Aber... gut. Mehr können wir damit gerade nicht machen. Für mehr ist der Koffer nicht zu gebrauchen. Aber hier geht's hoch. Oder auch nicht. Do not look back. Your journey's meaning lies in the murky depths of the human psyche. There you will find what you desire. Okay. Ich habe wohl noch einen langen Weg vor mir. Ja, das würde ich wohl mal sagen. In der Ferne steht ein Schloss. Drücke es nach oben. Und da ist eine Stadt. Liegt jetzt einzig an mir. Das muss der Ort sein, an dem Professor Scheid gefangen gehalten wird. Ich will helfen und diese Insel von diesem Bösewicht befreien. Da gerade nicht. Steinchen. Das ist unvollständig. Ja, danke. Das weiß ich selber. Das sehe ich. Hier kommen wir aber... ach, wir kommen jetzt gar nicht... Hafen zurück. Okay. Da lag zwar noch was, aber... ja. Wir gehen jetzt mal zum Hof. Und nehmen hier mal das ganze Gerümpel weg. Hier rankommen. Der Baum gebe bestimmt eine gute Brücke ab. Das ist möglich. Aber mit einem einfachen Messer können wir da nichts ausrichten. Das ist keine gute Idee. Hier unten steht jemand. Oh, ein ganz schön wackeliges Haus, ne? Das steht da aber nicht sicher. Unter den Blättern befindet sich etwas. Ja, aber da kommen wir anscheinend auch noch nicht ran. Sieht nicht allzu sicher aus. Naja. Es würde Stunden dauern, die richtige Uhrzeit zu erraten. Ich muss einen Hinweis finden. Kriegen wir da 100 pro raus. Oh. Dann ist das abgebrochen. Haben wir hier so ein Reliefstück. Ein Fotofragment. Okay. Man gelangt nicht nur durch die Eingangstür in ein Haus hinein. Ja, das stimmt. Warte hier, aber vielleicht kann ich sie mit einer Leckerei weglocken. Okay. Komme ich an das Fenster heran. Okay. Bin hier auch noch runter zur Kreuzung. So. Muss doch irgendwie ein Wegchen durchgeben. Bestimmt. Okay. Daran ist die Macht des Elements. Anschalten hier, danke. Das in dieses Feuer zu laufen. Das hat auch keiner verlangt. Aber hier können wir jetzt mit der Axt den Baum fällen. Aufgrund dessen kommen wir da jetzt rüber. Achso, das muss dann komplett zusammengesetzt werden. Ist ja gut. So kommt es hier rein. Wir müssen festgeklebt werden. Hier ruht Edward Fenningham. Der, oh Salem, der da so hart für uns arbeitete und ruht nun im Namen Gottes. Er starb, keine Ahnung. Aber 19.
Nein, was willst du jetzt hier? Merkst du nicht, dass du ein bisschen nervig bist? Dann können wir das erkennen. Zähle. Sehr unpassend. Evil stirred up the storms here, and the island fell victim. This man took the brunt of it. Okay. Aber wir wimmeln hier nochmal kurz. Löffel, Engel, Sensor. Sensor. Eilam. Löffel. Eilam. Musst du dich da immer drauflegen? Bügel, Schlüssel, Hake. Wenn nie. Und eine Stunde aufnehmen. Brauche ich die denn? Ach da. Voodoo-Puppe. Da haben wir einen Flügel. Kann ein Schleuder. Schleuder. Scanner. Hake. Und noch ein Flügel. Und noch ein Flügel. Soll ich denn jetzt hier noch einen Flügel finden? Der ist sehr gut. Flügel. So. Damit haben wir noch eine Hake. Aber ich beende hier erstmal den Part und wir sehen uns hier beim nächsten Mal da oben. Oder Haus, glaube ich. Oder ein anderes zumindest. Ein komisches Haus. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao!